Ganz herzlich willkommen zum Steuerforum 2021, auch von meiner Seite. Die globale Steuerwelt ist in Bewegung. Es geht heute um nichts weniger als um eine Steuerrevolution für die einen und für die anderen, aber sogar um einen Angriff auf das Erfolgsmodell Schweiz. Es geht um den Standort Schweiz und um das ganz große Geld. Es geht um Milliarden, aber auch ums Mitbestimmen. Wir sprechen über das internationale, globale neue Steuerprojekt BEPS 2.0. Und wir diskutieren in einer politischen und auch Expertenrunde hier am Steuerforum 2021. Ich möchte in der Runde begrüßen Daniela Schneeberger, FDP-Nationalrätin. Sie ist natürlich auch bekannt als Unternehmerin und Vizepräsidentin des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Ich möchte auch bei uns in der Runde begrüßen Nationalrätin für Zürich, Mathea Meyer. Sie ist natürlich auch Co-Präsidentin der SP Schweiz und war lange in der Finanzkommission, interessanterweise auch für das Thema 6 Jahre lang auch Assistentin einer internationalen Anwaltskanzlei, also auch durchaus mit Steuernthemen da konfrontiert. Und gerne möchte ich auch Lukas Rühli bei uns in der Runde begrüßen, sicher auch als Experte hier vom liberalen Think Tank Avenir Suisse. Er ist dort Forschungsleiter für Smart Government. Er ist eigentlich studierter Volkswirtschaftler und Geografe und ein Fan der Star Trek-Ökonomie. Gut, jetzt möchte ich einfach mal kurz, bevor wir anfangen, Stimmungsbarometer, wenn wir uns das so anschauen, wie ist die Lage? Freudig, besorgt, was kommt da auf uns zu? Ja, ich begrüße die Reform sehr, weil ich glaube, wir müssen schon anerkennen, das anerkennt ja jetzt auch die OECD, dass wir jahrelang oder jahrzehntelang freies Kapital hatten, das frei global zirkulieren konnte. Die Konzerne konnten ihren Standort wählen, sie konnten auch Tochtergesellschaften gründen und Gewinne verschieben und wir parallel dazu eigentlich nationale Gesetzgebungen im Bereich der Steuern haben und dass das halt zu einem Steuerwettrüsten, Steuerwettkampf führt, der auch zerstörerisch ist, der eben nicht innovativ nur wirkt, sondern wirklich auch viel Steuersubstrat kaputt macht. Und diese Steuerreform ist jetzt der erste Versuch, so etwas wie eine internationale Steuergesetzgebung zu machen, respektive einen Mindeststandard zu machen für große Konzerne. Es betrifft ja nicht alle, sondern wirklich für die großen multinationalen Konzerne, insbesondere im digitalen Bereich war ursprünglich die Idee, aber jetzt eben ausgeweitet auf Großkonzerne. Und ich begrüße diese Reform und hoffe sehr, dass das auch konstruktiv von der Seite mitgetragen wird. Also man freut sich zum Teil auf die BEPS, da kommt was Neues, auch etwas, was Chancen bietet. Wie sieht es hier aus? Ja, so Freude kann ich jetzt nicht gerade ausstrahlen. Oder? Ich verstehe auch die Besorgnis dieser Großkonzerne. Die Schweiz ist eigentlich für Konzerne ein attraktiver Standort bisher. Und wir haben unsere Steuerhoheit, wir haben unseren Föderalismus. Ich habe noch nie festgestellt, dass der Steuerwettbewerb eigentlich zerstörerisch wäre. Der hat uns immer in diesem Sinne genützt. Das heißt, wir haben auch bei den Steuereinnahmen des Bundes und der Kantone kann man eigentlich nicht davon reden, dass irgendwie diese zurückgegangen wären, trotz diesen Reformen, die wir jeweils gemacht haben. Also das sagt ja, dass eben die Firmen hier gerne sind in der Schweiz, dass sie hier gerne produzieren, dass sie hier erfolgreich produzieren können. Und deswegen wenn man natürlich so einen Mindestsatz einführen muss, ist das schon ein indirekter oder ein direkter Eingriff in die Steuerhoheit unseres Landes und hat dann schon auch gewisse, eben wie gesagt, verstehe ich gewisse Besorgnis, weil das natürlich auch zu mehr Belastungen führen kann. Also man hört Freude, aber auch Besorgnis raus. Lukas Rühli, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie sehen Sie dem entgegen? Ich bin nicht besorgt, weil ich glaube, dass die Schweiz mit dieser Steuerreform gut umgehen können wird. Man darf jedoch einfach als kleines, innovatives Land durchaus mit einer gewissen Skepsis beobachten, was jetzt da beschlossen wurde. Ursprünglich, noch vor ein paar Jahren, war die Aussage, dass zum Beispiel niedrige Steuersätze, Gewinnsteuersätze nicht per se Anlass zur Sorge sind seitens der OECD.
Und wenn man jetzt 15% Mindeststeuersatz in der zweiten Säule vorschreibt beispielsweise, dann entspricht das offensichtlich dieser Aussage nicht mehr. Also es geht nicht nur mehr einfach um die Verhinderung von unfairen Steuerpraxen, sondern um eine Steuerharmonisierung, um die vor allem einfach große, mächtige Staaten mit bisher höheren Steuern natürlich dankbar sind, weil sie damit ein paar Konkurrenten weniger haben. Und das würde ich skeptisch betrachten. Also Skepsis, Besorgnis, Freude, also dass quasi nur die Großen davon profitieren werden. Jetzt vielleicht teilen wir die Diskussion in zwei Blöcke auf, um eben auch auf das alles eingehen zu können, was wir gehört haben schon, und zwar in zwei Teile, insofern, dass wir zuerst mit den Problemen, den Herausforderungen beginnen, die das mitbringt. Also es geht ja nicht einfach wahrscheinlich so ruhig und schmerzlos dann vorbei, aber dann auch wirklich in einem zweiten Teil Chancen ansehen und eben auch, was das für uns bedeuten könnte. Ja, zu den Problemen. Ich meine, Umsetzung ist ja wahrscheinlich ein ganz großes Thema hier. Also wir haben es schon gehört, also da denke ich auch auf der Seite, so einfach so eine Harmonisierung einzuführen, ist wahrscheinlich schon herausfordernd. Ja, es ist sicher eine Herausforderung, darum würde ich es so einfach wie möglich machen und vor allem auch als Schweiz endlich aus diesem Steuerdumping-Modell, das wir jetzt schon auch lange betrieben haben, den Moment nutzen und daraus auszusteigen, weil ich meine, Daniela Schneeberger, Sie haben von einem interkantonalen Steuerwettbewerb gesprochen, aber wir haben auch einen internationalen Steuerwettbewerb. Und hier ist natürlich schon Fakt, dass die Schweiz als mit ihrer Tiefsteuerstrategie, mit ihrer auch Steuerdumpingstrategie zum Teil, indem man die Bemessungsgrundlage schmälert, Staff lässt grüßen, Steuersubstrat angezogen hat, Gewinnverschiebungen ermöglicht hat. Und das ist Steuersubstrat in Milliardenhöhe, das anderen Ländern ergangen ist, obwohl dort eigentlich der Gewinn angefallen ist. Und diese Reform will ja genau diese Punkte angehen, dass man sagt, dort, wo die Gewinne geschaffen, angefallen sind, dort soll stärker auch die Besteuerung stattfinden. Und dann würde ich wirklich sagen, dann braucht es eine Umsetzung, die international konform ist. Und nicht jetzt erneut wieder nach irgendwelchen Kompensationsmaßnahmen suchen, in dem Sinn, dass man Sozialversicherungsbeiträge anrechnen kann, wo es die Schweiz erneut wieder in Verruf gerät und vielleicht auch erneut wieder international unter Druck geraten wird, das wieder anzupassen. Also ich stelle sowieso also große Einigkeit in dem Punkt mal dar, dass man nicht dagegen jetzt sein kann oder zu sehr opponieren kann. Die BEPS 2.0 wird kommen, wir wissen natürlich nicht genau wann, aber wann sie in Kraft sein. Aber man kann nicht groß, man muss sich konstruktiv oder damit umsetzen. Oder das war jetzt schon auch mit dem Bundesrat lieber mitgestalten und das anschauen. Oder das habe ich noch mitgenommen aus dem Statement. Lukas Rühl, ich nehme an, Sie sehen das ähnlich. Oder jetzt, wenn sie schon kommt und umgesetzt werden soll, dann muss man eben auch dabei sein. Ja, das glaube ich schon auch. Also das wird von der Schweiz nicht abwendbar sein. Und es wird ein paar Länder geben, die diese Vorlage nicht unterzeichnen werden. Und ob die sich dann wirklich Standortvorteile nachhaltig erarbeiten, das wage ich zu bezweifeln. Die Schweiz dürfte da als ein Staat mit Rechtssicherheit, der sicher nicht auf eine graue oder schwarze Liste kommt, weiterhin attraktiv sein, auch mit dieser Mindeststeuer von 15%. Natürlich, es ist eine relative Schwächung der steuerpolitischen Attraktivität der Schweiz, aber die Schweiz hat ja auch verschiedene andere sehr vorteilhafte Standortfaktoren, mit denen sie punkten kann und muss sich wohl auch einfach auf diese nun umso stärker konzentrieren. Fürchten Sie noch andere Probleme, also was jetzt noch dazu kommen könnte? Sagen wir jetzt zum Beispiel auch kantonal, oder? Wir haben da gesehen, die Folie, sehr unterschiedliche Ausgangslagen für die Kantone. Was die Kantone betrifft, ich glaube, dass insgesamt werden sie das gut verkraften. Die Disparität könnte zunehmen, weil natürlich vor allem strukturschwache Kantone oft mit diesen sehr niedrigen Steuersätzen optimiert haben, um überhaupt noch die steuersensibelsten Unternehmen wenigstens anzusiedeln. Wenn sie diesen Vorteil nicht mehr haben, dann dürfte hier unterm Strich eher Steuersubstrat abfließen in andere Kantone oder ins Ausland.
Oder die Urbanisierung noch zunehmen, oder? Genau, die haben diesen Steuerhebel nicht mehr. Genau, was die Strukturen von der Ansiedlung und so von Unternehmenskapital betrifft, dürfte die Urbanisierung, die Zentralisierung zunehmen. Was die tatsächlichen finanzpolitischen Konsequenzen betrifft, mache ich mir nicht so Sorgen, weil der Finanzausgleich dürfte das ziemlich eins zu eins für die strukturschwachen Kantone ausgleichen, was sie da verlieren. Eben über Chancen sprechen wir dann nachher noch, wie könnte man es wirklich gut umsetzen und besser umsetzen. Was mir auch da einfach vom Punkt her noch nicht ganz logisch ist, generell gesehen, wenn jetzt alle 15% haben, also das Abwanderungskriterium und Argument, die Erpressbarkeit, die geht ja dann quasi auch weg mit der BEPS 2.0. Also wenn Sie ja überall die gleichen Steuerbedingungen haben, dann können ja auch Novartis oder Roche jetzt nicht abwandern, oder? Ja, also genau, das ist schon so die Gefahr, dass dann Unternehmen sagen, anderswo ist es noch günstiger, ist relativ klein, weil das dürften dann ein paar nicht kooperative Paradiesstaaten sein, die ganz, ganz schnell unter Druck kommen. Insofern glaube ich tatsächlich jetzt die Anreize in der Schweiz werden nicht allzu groß sein, weil eben die Schweiz hat auch noch andere Standortvorteile neben einfach den geringen Steuern. Sie ist ja nicht im eigentlichen Sinne jetzt eine Steueroase. Eine Bemerkung einfach vielleicht kurz zum Vorwurf, dass die Unternehmen immer weniger Steuern zahlen. Also die Steuersätze sind tatsächlich gesunken, aber Das berühmte Race to the Bottom, oder? Ja, aber dieses Race to the Bottom hat sich sozusagen ausbezahlt, weil wenn Sie schauen, wie viele Steuererträge tatsächlich weltweit reinkommen über die Besteuerung von Unternehmen, diese Erträge haben deutlich zugenommen, trotz der Senkung der Sätze, vielleicht sogar wegen der Senkung der Sätze, weil es attraktiver ist, auch wirklich Gewinne zu erzielen. So, nicht bei Digitalkonzernen, ja, oder? Aber das ist einfach ein Aspekt, den man nicht vergessen kann. Es ist nicht so, dass die Staaten finanziell jetzt darunter bluten, irgendwie darunter zu leiden haben, dass sie die Gewinnsteuersätze gesenkt haben. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, oder? Also das sieht man auch an der Bundesfinanzen. Ja, an den Bundesfinanzen sieht man das. Es ist nicht zurückgegangen. Ja, also, im Gegenteil, es hat zugenommen, oder? Gut, also, wir können jetzt schon einfach nicht nur die Staatskasse der Schweiz im Blick haben, international gesehen. Aber weltweit hat es zugenommen. Ja, aber ich meine, auch die Bevölkerung hat zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Und die Bedürfnisse, Servicebibelgleistung zu finanzieren, wenn man eine größere Bevölkerung hat. Also ich glaube, man muss das schon in einem Maßstab sehen. Nicht in und dann gibt's schon, Lagen nein, aber dann gibt es schon die Frage der Steuerflucht. Also ein Vielfaches von dem, was wir als Schweiz an Entwicklungsgeld, und nicht nur wir als Schweiz, sondern die gesamte nordische Welt an Entwicklungsgelder leistet, wird in Form von Steuerfluchtgeldern fließt wieder zurück in den Norden, unter anderem in Ländern wie die Schweiz. Also, ich meine, das ist jetzt schon auch ein Fakt, den man nicht einfach negieren kann, den man sagen kann, ja, wir haben jetzt halt ein bisschen mehr Steuereinnahmen gehabt in den letzten Jahren, ist ja kein Problem. Wir hatten in den letzten Jahren auch massivste Abbauprogramme auf kantonaler Ebene bis hin zur Bundesebene. Ja, und die BEPS gibt ja noch mehr Steuereinnahmen, oder? Gut, das ist natürlich klar, unklar, was dann unterm Strich passiert, oder? Also zum einen in einer rein statischen Welt, wo alle Unternehmen dort bleiben, wo sie sind, hätte die Schweiz natürlich am Schluss dann mehr Steuereinnahmen. Aber ihre Besorgnis über die Mindeststeuer gründet ja genau darauf, dass sie denkt, dass Unternehmen wegziehen könnten. Also da geht es dann einfach letztlich um die Steuer. Das haben Sie jetzt ja auch wie ausgeschlossen, oder? Dieses Wegziehargument fällt ja damit auch weg. Also ich habe es nicht ausgeschlossen, aber ich persönlich denke auch tatsächlich, dass die Schweiz unterm Strich nicht signifikant an Steuereinnahmen verlieren dürfte, weil die Steuerelastizität nicht so hoch ist, dass jetzt plötzlich überproportional viele Unternehmen abwandern würden. Das heißt, unterm Strich dürften die Steuereinnahmen der Kantone eher steigen und jene des Bundes, wenn doch ein paar Unternehmen abwandern, eher sinken, weil natürlich der Bund einfach seine fixe direkte Bundessteuer erhebt. Also wenn wir jetzt bei Besorgnis sind, wobei Sie das jetzt auch wieder so ein bisschen relativiert haben und ich mich gerade auch gefragt habe, warum machen wir uns eigentlich genau Sorgen, vielleicht nochmal? Also
Sorgen machen wir uns sicher, weil wir ja jetzt im Moment gar nicht abschätzen können, ob sich dann diese Länder tatsächlich dazu quasi solidarisieren und bereit sind, einen einheitlichen Standard durchzusetzen, sodass nicht irgendein Staat dann wieder irgendeinen anderen Vorteil hat, sodass zum Beispiel eben, wie gesagt, auch die Schweiz quasi als Musterschüler dasteht und andere Länder machen trotzdem noch irgendwelche Verrenkungen in diesen Gesetzgebungen. Also das ist, glaube ich, schon das, was Sorge bereitet. Oder? Weil das wahrscheinlich, ich denke, das ist auch sehr schwierig umzusetzen, kann ich mir jetzt vorstellen. Es braucht dazu auch irgendwie Streitbeilegungsmechanismen oder Rechtsmittel, wenn jemand verstößt gegen eine Gesetzgebung dann oder gegen einen solchen Standard. Also alles das muss durchgesetzt werden können. Und ich muss sagen, oder, das wird wahrscheinlich unter diesen G20 sehr schwierig werden, dass man dann hier einen Konsens findet und dass dann auch das Ausland und die anderen Länder auch zum Beispiel akzeptiert, dass wir ein von mir aus gesehen ein gutes politisches System haben mit unseren Gesetzgebungsverfahren und so weiter, dass wir auch entsprechend lange Übergangsfristen haben, Übergangsbestimmungen haben. Ich glaube, das sind alles Punkte, die wir vielleicht ein paar unterschätzen jetzt, aber das ist das, was schwierig wird, oder? Thema Transparenz ist für mich natürlich noch nicht ganz klar. Ich begrüße Transparenz auch. Aber dieses Steuerprojekt ist sehr, sehr komplex. Es wird sich dann zeigen, wie die Bemessungsgrundlage für diese Steuer von 15% berechnet wird. Das wird auch komplex sein. Da werden wahrscheinlich auch die Schweiz wird wieder eine neue Buchhaltung einführen müssen für diese Unternehmen, die dann diese Bemessungsgrundlage berechnen. Dann ist die Frage, wie andere Länder darauf reagieren, auf diesen Wegfall des Steuersatzes als standardpolitisches Instrument. Werden Sie versuchen, irgendwo verstecktere Standortvergünstigungen herauszuarbeiten und Subventionen, die natürlich die OECD zwar auch versucht, irgendwie abzudecken, aber... Und die Diskussion läuft ja auch schon in der Schweiz, oder? Im schlimmsten Fall den Steuerwettbewerb gar nicht stark einschränken, sondern ihn einfach in noch intransparentere Bereiche verschieben. Und das will, glaube ich, dann letztlich niemand, weder links noch rechts. Es ist durchaus möglich, ja, dass dann Unternehmen, die bisher auf den Bermudas und Cayman-Inseln und in diesen Kanalinseln angesiedelt waren, dass die sich dann stabilere Steuerstandorte suchen, wo sie eben diese Rechtssicherheit haben. Und ja, die müssen logischerweise dann diese 15% in Kauf nehmen. Ich glaube, die Anzahl der Steueroasen, die werden nicht auf Null fallen, aber sie wird schon stark sinken. Und ja, das ist letztlich eine Chance für die Schweiz, weil sie genau diese anderen Standortvorteile hat, neben den reinen Steuerbedingungen. Die Umsetzung, eben, es betrifft ja nur die Großnetzfarmen, das wären ja dann auch zwei Steuersysteme. Ist das eine Chance? Ist das dann KMU-freundlich? Oder das ist... Wie sieht man das? Also ich bin oder was wäre die beste Umsetzung? Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir wirklich zwei Steuersysteme wollen. Da habe ich mir meine Meinung noch nicht gemacht. An sich wäre es absurd, zwei Steuersysteme, weil dann wären die sehr mobilen, international orientierten Unternehmen wären stärker besteuert als die lokalen. Das ist finanzpolitisch eigentlich der gröbste Unsinn, weil man müsste es umgekehrt machen. Man müsste denen niedrige Steuersätze anbieten, die sehr mobil sind und die darauf stark reagieren. Also rein jetzt, was die Einnahmesituation der Kantone und des Bundes betrifft, macht es eigentlich keinen Sinn, dann die ohnehin nicht sehr mobilen, binnenorientierten kleinen Unternehmen in der Schweiz weniger stark zu besteuern. Aus ökonomischer Sicht wiederum könnte es natürlich sinnvoll sein, weil einfach niedrige Gewinnsteuern per se positiv sind, weil die Gewinnsteuer ist per se eine relativ ineffiziente Steuer, die zu deutlichen Wohlfahrtseinbußen in der langen Frist führt, weil sie in Investitionen in das Kapital senkt. Und insofern könnte man diesen Spielraum auch ausnutzen. Daniela Schneeberger, also Sie sehen gar nichts Positives auch da, auch in der ganzen BEPS. Also es ist jetzt einfach...
Fakt, dass das jetzt diskutiert wird, dass das eingeführt wird, dass die Schweiz dort mitmacht. Auf der anderen Seite bin ich natürlich schon der Meinung, dass es vielleicht prüfenswert ist, für die KMU hier entsprechenden Handlungsspielraum noch zu erhalten, eben in ihren Gewinnsätzen und so weiter und auch in ihren anderen Bemessungsgrundlagen und so weiter, dass eben genau diese Kantone, die vielleicht andere Firmenstrukturen haben als die Größen oder kleiner, größer, wie auch immer, einfach, dass man das seiner Firmenstruktur des Kantons etwas anpassen kann. Also ich bin schon der Meinung, dass man Rücksicht nehmen sollte dann auf diese Firmenstrukturen in den Kantonen. Aber ob das tatsächlich sinnvoll ist, ich finde das etwas verfrüht, um das zu beurteilen. Aber ich finde, man sollte das wirklich im Hinterkopf belassen, auch von der Einfachheit halb, also von der Administration, von der Einfachheit und so weiter. Müsste man das schon noch genauer prüfen, ja. Können Sie mit dem leben? Ich bin nicht komplett abgeneigt, dass wir grundsätzlich unterschiedliche gesetzliche Anforderungen auch haben an KMUs, die sehr lokal tätig sind, und an multinationale Konzerne, also einfach auch was die Anforderungen im administrativen Bereich anbelangt. Ob das jetzt wirklich unterschiedliche Steuersätze sein sollen, da finde ich es noch schwierig, diese Frage jetzt schon so zu beantworten, was hier am sinnvollsten ist. Aber grundsätzlich zu sagen, es braucht nicht dieselben detaillierten Anforderungen, die ein KMU erfüllen muss mit 10 Personen und ein Großkonzern, der multinational agiert, das finde ich ganz grundsätzlich eine Diskussion, die wir gerne politisch auch führen können. Das finde ich, hat sich jetzt auch in der Corona-Situation gezeigt, wie unterschiedlich auch die ganze Situation von jetzt KMUs und eben Großkonzernen auch ist. Wunderbar, so persönlich wollte ich eigentlich auch schließen, oder? Dass wir immer auch mit Blick in die Zukunft eben nach Lösungen suchen. Ja, ich bedanke mich bei allen hier für diese sehr lebendige Diskussion. Man kann über Steuern lebendig diskutieren, das haben wir hiermit bewiesen. Danke vielmals, dass Sie hier bei uns im Studio waren, Matthäa Meier, Daniela Schneeberger und Lukas Rühli. Merci. Und ich gebe zurück ans Steuerforum 2021.